Was gab's noch? Da gab's auch diese Fakten, die so gemacht haben. Wie hieß die? Ich kann ihren Akzent nicht verstehen. Ja, aber wie hieß die? Wie hieß die? Die hat vielleicht keinen Namen, die Rock Bottom. Deswegen heißt Rocky Bottom auch Rock Bottom schon wer. Deshalb Rocky Bottom. Ja. Wer nicht weiß, wovon wir reden, Ausrufe, warte mal, in die Beschreibung schauen, Discord. Ausrufezeichen, warum mache ich das bei YouTube? Ausrufezeichen, ja. Das labert ja schon. Schon wir erstmal wieder klug. Ja, ich bin klug, K-L-O-K. Oh ja. Ich habe 3 Kinder und kein Geld. Ich wünschte, ich hätte keine Kinder und 3 Geld. Das ist einer meiner Liebsten. Ich hoffe, ich kann mich jetzt straight runtergraben. Ich weiß, Sünde. Und nicht instant verrecken. Ich habe überall in meinem Haus so Lavaschichten. Wie hoch war die Chance, dass man in Lava reinkommt? Ich weiß nicht, da alles unter ihm mein Haus ist, gar nicht mal so hoch. Normalerweise ist das, glaube ich, ungefähr so ein Drittel. Ich weiß das nicht mehr. Ich muss die Nacht anschauen. Minus 3, 7. Oh boy, warum ist Angeln so schwer? Oh boy, my turnips reach the third level of their growth cycle. 3, 7, 5, 2, 3. Holy fuck. Nein. Oh doch. Ja, ja, das rot, das ist rot. 6, 2, 3. Aua, 3. Okay, der Block. Fang ich mal an, im Terminal seinen Garten zu graben. Was? Seinen Garten zu graben. Ich sage dir, ich bin nicht ganz glücklich damit, dass er sein Haus in meiner Nähe baut. Es ist nur der. Allerdings ist es besser als in meinem Keller. Also, hey. Ich habe nur ein Loch in dein, ganz kleines Loch in dein Wald gemacht. Ich mach's. Ja, das ist okay. Ich schon, der hat viel mehr größere Löcher in meinem Wald gesprengt. Also, ich bin davon überzeugt, Lutz baut wieder einen Whirlpool. Oh Gott. Und dann hat's geleckt und dann war mein Dach weg. Okay. Ja, das war ganz putzig. Ich sterbe. Holy shit. Also, ich habe jetzt endlich die Nautilus Shell bekommen. 4 Tropical Fish, 3 Sattel, 4 Nametags, 3 Tripwire Hooks, ein Water Bottle, 35 Raw Salmon, 58 Raw Cod, 16 Pufferfisch. Salmonellen. Hey. Salmonellen. Richtig, und eine Menge Salmonellen. Außerdem habe ich immer noch die fette Sau. Also fette Sau und trotzdem noch ein Stack Pufferfisch und 11 Stück. Und Blume für Schonwehr. Die heißt so. Ja. Irgendwann kotze ich Blut. Ja, Mann, ich hab's geschafft. Geil. Willst du kotzen? Krass. Das ist schon krass. Hast du es versucht? Lapis gefunden? Lapisse? Okay, dann nehme ich das halt auch mal drauf. Holy shit, hab ich wenig Kohle. Haha! Muss mal, irgendwann sollte ich wieder in den Untergrund. Untergrund. Okay, wenigstens ist jetzt eine Menge von dem Stein schon mal geschmolzen. Das heißt, ich hab Granit, wie blöd, ich hoffe, das reicht jetzt erstmal. Du brauchst ja noch eine Menge Smoothstone, richtig? Bestimmt, ja. Das ist ja erst die vordere Hälfte des Gebäudes, beziehungsweise die hintere. Das ist gut. Ich habe nämlich in Arbeit sehr viel. Deutsch. Ja, ich merke schon. Was, aber wie war das mit dem Kelp, wenn man das setzt, dann macht es den zu Blöcken? Ja, soweit ich weiß. Also ganz oben eine Wasserdingens und dann von unten halt Kelp nach oben bauen lassen. Du kannst ja auf den gleichen Block immer rechts machen. Jo. Jetzt muss ich das mal outchecken. Aber Wasser muss nur einmal setzen, sozusagen, oben. Ja, soweit ich weiß, geht es so. Ich hab's auf jeden Fall bei irgendjemandem gesehen. Hä? Kann das Kelp setzen. Das Kelp unten, da musst du. Hast du da
Ich weiß nicht, was man dafür einen Boden braucht. Oder versuch mal unten auch einen ganzen Block zu machen. Und dann halt ganz oben einen Wasserblock und ganz unten einen Wasserblock. Ach, es darf kein Soul Sand sein. Nope. Ach so, ja. Das kannst du mir da auch sagen, gell? Ja, das ist... Das hättest du mir aber auch erzählen können. Aber... Oh, ich sollte vielleicht erstmal den Konduit bauen. Ling-ling-ling-ling. Diese Ling-Lings. Du bist wieder Ling-Ling. Ja. Pika. Ich hab Konduit, ja! Den kannst du eigentlich schön bei uns... Haben wir nicht schon einen? Den benutze ich jetzt. Hat nicht Cindy eigentlich... Der Cindy hatte doch einen. Ist mir egal, ich hab jetzt aber einen. Weißt du, wo du den hinbauen kannst? Zu dem Wassertempel, den ich abbauen will. Noch besser, in der Mitte bei unseren ganzen Häusern ist das so ein kleines... Ich baue ihn lieber zu dem Wassertempel, den ich abbauen will. Dann baue ich den ab und dann baue ich den Konduit ab. Und dann kommt der nämlich nicht dahin, wo du hin willst. Aber das wird voll Sinn machen. Ja, das kommt aber zu meinem Atlantik-Ding. Okay. Weil das ist eine Unterwasserstadt. Und wie oft bist du schon unter Wasser bei uns, bei Cindy und so? Ich meine, das kann man da auch noch machen, aber ich benutze das erstmal dafür. Fuck, wie zur Hölle heißen die scheiß Blöcke, die man drumherum baut? Stuff. Ah, Alf, die damit zu tun haben. Alf-Blöcke. Die ganzen Alf-Blöcke, richtig. Ich esse Katzen. Katze. Chill, erst Tits? Tits? Chill. Bang, bang. Okay, es funktioniert. Derek. So. Derek, do something new. Lazy fuck. Sehr schön. Derek. Ja, ich mache auch nicht mehr allzu lang. Oh oh. Noch 9 Minuten oder nein, 8 Minuten ungefähr. Ich hab das gehört. Schon wer hat's gehört? Was hab ich gehört? Die tollen Viecher. Juhu! Ich bin in der Hölle. Ich auch. Es wird gerade Tag, die haben sich gleich erledigt. Ja, das mit der Hölle sollte euch eh nicht überraschen. Du bist ja, da wohnt schon wer halt. Gehörst du in die Hölle? Ficky, jetzt hab ich echt... Ich bin... Naja. So gesehen der Overlord der Hölle. Okay. Ich bin ganz auf dem Feld. Richtig. Dudes left the game? Aber Luatz. Hat er Angst vor uns? Ja, schon. Scheiße. Scheiß die Wand an! Mehr kann man nicht auf den Spruch. Das ist nicht der schlauste Spruch. Ich glaube die Russen. Ja. Weil die in Moskau halt die Wand anscheißen. Die machen das halt einfach, bei denen ist das normal. Ja, die scheißen die in Moskau und so. Moskau ist ein schönes Land. Kacke ist zum Streichen da. Wirf die Scheiße an die Wand. Hohohohoho. Hey! Fuck, ja. Mann, jetzt hab ich schon... So. Manchmal ist mein Kopf halt nicht so krass. Es eskaliert. Das ist wahr. Willkommen zurück, Lutz. Ich hab den Lutz. Der Lutz, ja. Der Lutz. Weißt du wieder, Mann. Ich find's immer noch krass, wie diese verkackte Katze einfach in die Hölle gegangen ist und nie mehr raus wollte. Ja. Ist eigentlich schon schön warm wieder, ne? Ja. Das ist eine richtige Katze halt. Wenn ich mal drüber nachdenke, kann ich ja eigentlich schon bleiben. Entschuldigung, Zombob, du kannst dich ruhig weiter drehen. Okay. Starte mich an. Weg hier. Wo bist du denn gerade, Tom? Bei der Kathedrale. Das dachte ich mir. Das ist eine blöde Frage, mein Herr. Ja. Das war's. Wieso, was willst du? Nichts. Ich wollte nur mal schauen, wenn ich bin gerade hier und dann dachte ich mir, vielleicht schaue ich noch nach
danach, was ihr gerade so macht und fühle mich cool und scheiß in den Wald. Ja, in so 10, 12 Minuten habe ich auch wieder eine Stunde voll. Oh. Johnny W. Oh. Moin. Du bist nicht schon wer? Trägst du eigentlich keine Hose? Schon wer? Ja. Nee. Komm mal nicht auf die Hier ist mal. Du brauchst noch einen Magma-Block. Ja, ich bin gerade unterwegs. Hier ist eine fette Höhle. Die baue ich jetzt aber gekonnt einfach mal mit Dirt zu. Oh. Ich sag nicht umsonst. Ich glaube, das ist mittlerweile sehr ungesund, hier runterzufallen, ne? Ich würde es nicht ausprobieren. Nicht empfehlen. Ich glaube, selbst mit meinen Stiefeln tut es langsam weh. Nicht empfehlenswert. Ja. Du machst eigentlich gerade bei mir schon, ja? Weil ich gerade vor meinem Haus so. Eben ist langweilig. Terminas Haus und dachte ich mir, ich besuche mal und schau, was er macht. Weil meine Aufnahme geht nicht mehr allzu lang. Ist aber sehr nett. Der klassische, ich habe nichts mehr zu tun, Ruf. In der Multiplayer-Welt. Richtig. Ich meine, ich hätte schon was zu tun, nur das würde ich gerne nicht jetzt anfangen. Kann ich verstehen. Was sag ich mit dieser. Wir hatten noch mal eine. Hier ist noch so eine. Okay, die Hühnerfarm ist leer. Die habe ich irgendwann abgeschlachtet, da ich weiß nicht, ob ich gesagt ging, so viele Eier zu haben. Ja gut, die Doppelkiste Eier ist immer noch da. Ja, die lasse ich da, falls ich das wieder auffüllen will, weißt du. Ah! Falls ich in 50 Jahren mal wieder Fleisch brauche, weil meine Kisten sind halt voll. Genau. Ja, ich bin der Einzige nicht so. Ja gut, ist gelogen, aber ich bin nicht so assi wie ROB und LUTZ, die da überall scheiß fucking Huchenhühner verteilen müssen. Ich sehe das erste Mal ein Dach auf der Kathedrale. Ich habe Gegenschlag für dich gemacht, okay? Ja, super. Was ist das eigentlich für eine Statue? Die ist von Cindy, oder? Ich glaube schon, von dir oder von Cindy. Und wenn du das nicht warst... Ich weiß nicht, es könnte halt immer von dir sein, weil du hast richtig krassen Alzheimer. Ja, cool. Nee, definitiv nicht von mir. Warum? Weil ich die nicht hingebaut habe. Ich merke mir alles. Hey! Ich hab 5 gerade. Deine Schnürdinger auf deinem Pulli sehen aus wie Augen. Was sind Augen? Das, was Kirby hat. Ja. Ja. Ich finde schön, wie es ein regelrecht rausschießt aus diesen tollen Vortex aus Blubberblasen. Schon mehr, kletter schon mal hoch. Okay, ich habe übrigens, wie gesagt... Wir machen die ultimative, wir wissen nicht mehr, was zu tun ist. Move. Okay. Sache. Die Kathedrale ist jetzt schon weiter, nicht ganz weiter. Also der hintere Teil ist weiter als bei der Testwelt, die ich habe. Absolut ja. Bei mir auch, ja. Ach so. Bei der Testwelt nicht mehr weitergemacht. Sehr schön. Und den vorderen Teil werde ich anders machen. Ich will immer noch, wie gesagt, den grünen Garten drauf. Ja. Der Pokéball war cool. Ja, das war. Ja. So ähnlich irgendwie sowas wollen wir schon drin haben. Wollen wir sogar, man könnte einfach einen ganz fetten Pokéball machen. Aber nee, ich glaube, das. Ich weiß nicht. Vielleicht. Weißt du, was geil wäre? Ich. Was? Enderperlen beschriften mit dem eigenen Namen, die einem Kumpel geben und der kann dich dann quasi Pokéball holen. Das könnte aber mal richtig abusen. Ja, logisch, aber du gibst natürlich deine Enderperlen keinem Asiko. Oh, damit du deine. Achso, okay. Du musst ja. Du kannst ihn nennen, wie du willst, aber es muss dann quasi gespeichert sein, dass du die gemacht hast. Du kannst nicht einen anderen Namen da drauf tun. Wäre schon witzig. Also nur du kannst deine eigenen Enderperlen herstellen, deine eigene Vivre-Card. Und schon wieder hat kein Mensch von euch verstanden, weil ihr alle One Piece nicht guckt. Ich hab schon... Ich weiß alles. Aber... Wem gebe ich dann die Perlen? Lutz. Hallo, ich bin sehr vertrauenswürdig. Ich bin in der Welt übrigens immer noch nur einmal gestorben. Ich nicht. Ich bin jetzt schon etwas gestorben. Undi. Fucking Buggy Ender Arschlöcher. Enderman. Stinken doch.
Ich sollte hier hin und jetzt? Ja, ich zeig dir, wo wir jetzt hinfliegen. Okay. Wo hoch? Achso, wo hoch? Ich bin auf die Kathedrale. Du bist verarscht, du bist nicht hochgeklettert! Ich bin auf die Kathedrale drauf. Ja, dann. Doofkopf. Ich dachte, wenn ich sag hochklettern und fliegen, ist klar, dass du den höchsten Punkt nimmst. Flieger hast du nicht gesagt? Ja. Oh. Ich hab's gedacht. Oh. Ja gut, dann warte ich noch mal 5 Minuten. Juhu. Schön hier oben. Yay, wo fliegen wir denn hin? Zu ROB, da will ich dir den geilen Abtreibungstower zeigen. Alter, kann man dann auch Kinder nachträglich abtreiben? Bis zu 20 Jahre danach, ja. Yes, ich bin safe. Bis zu 240 Monate danach. Noch ein Weg. Ist das eigentlich so Weltende? Was meinst du damit? Also oben kann man nicht mehr weiter hoch. Ist am höchsten. Ja, ich kann nichts mehr draufbauen. Oh Gott! Ich bin gerade nur fast runtergesprungen. Wie weit geht es mittlerweile? 265 oder so? Lass mal sehen. 256. 56, so rum. Okay. Ja, du hast wieder die englische benutzt. Ja, genau. Die sind eh falsch rum. Ficker. Ja. Dumme Ficker. Wer zum Pimmel benutzt den Monat zuerst? Schwanzköpfe. Ja. Fuck. Hi. Hi. Die ganzen Menschen haben ja gar keine Profession. So, pass auf. Komm mit. 3, 2, 1, go. Wenn du mich nicht mehr siehst, dann ist blöd. Einfach so ziemlich eigentlich gerade in die Richtung mit ganz leichten Rechtsdrall. Ganz leicht. Recht. Du musst nur aufpassen. Achso, der Turm ist ja weg. Da kann man jetzt nicht mehr gegen klatschen. Bist du schon fertig? Ich? Nee, weiterfliegen. Okay. Also quasi nur in die Richtung. Jetzt kommst du irgendwann am Meer und dann müsstest du auch den Turm sehen und das Bauernhäuschen. Hier ist ja noch so ein Turm. Hier ist ja noch so ein Turm. Das ist der eine Abtreibungstower, oder hat er schon woanders einen gebaut? Oh, holy fuck. Nee, der andere, der ist schon ewig. Ja, der andere ist aber auch ohne Wasser. Jo. Also doch, da ist Wasser drin, aber nicht blub blub. Aber nicht diese Technik. Da wusste ich nicht, dass es geht, da war ich noch dumm. Guck mal, da ist noch einer. Gegen die Wand. Guck mal, alle mit den Lüteren sind hier. Schön. Ja. Also sind die, aber das zählt ja nicht. Alle mit den Lüteren sind hier. Schön. In dem Moment holst du dein Schwert gerade aus dem Inventar. Schön. Juhu. Krass. Also ich glaube, schneller geht's nicht nach oben. Doch, Delfin, oder? Fauler geht's auf jeden Fall nicht. Seid ihr gerade auf so einem Scaffolding drauf? Und jetzt hau ich wieder ab. Okay. Unter die Brücke von Hunti durch! Toll. Das Fliegen ist voll nice. Seid ihr da oben? Lol. Wir sind woanders. Wir sind gerade bei Huntis Haus vorbei. Ja, ich bin an Huntis Haus. Kennst du das? Ja, in seinem Alten schon? Sind wir, da fliegen wir jetzt drüber. Wo bist du? Kann ich da auch unten durch? Hui! Ach, Bambus. Ach, Leute, komm erst bei mir jetzt rein. Lol. Nicht ganz geschafft. Nicht durch das Feld hüpfen. Egal. Ich hätte halt gerade das Gefalling abgebaut. Nein, Terminus. Och, geht das überhaupt? Kannst du die kaputt schießen mit dem Pfeil? Scaffolding? Ich glaube nicht. Nee, das ist ein anderes Dorf. Wo zur Hölle bin ich? Nee, doch nicht. Was? Oder? Warum Fuck. Zum... Hey. Warum ist hier... Hey. Bambus. Ich will hier kein Bambus. Sagt mir mal eure Koordinaten. Nee, Ben. Lass dich verarschen. Wo bist du jetzt hingeflogen? Weiß ich nicht. Bist du bei dem Turm von Hunti? Nee. Da bin ich schon lange vorbei. Oh! Oh oh. Koordinaten! Nein, Hurenkind! Greifst du mich an? Ich
hab schon wieder eine Weile nicht gepennt, glaube ich. Aua! Der hat mich gebissen. Komm her, du Wichser. Ui, das Licht. Ihr seid scheiße! Oh, hier ist Korallenzeug. So, Wichser. Ah, sie hat dran, okay. Danke, Not. Ich komme auch noch mal kurz. Das ist wahrscheinlich hoch genug, um zur Kathedrale zu fliegen, oder? Das ist Maximalhöhe. Von dem her, jo. Reicht problemlos. Okay. Ich glaube, ich muss auch gar nicht ganz hoch. Großes Gras ist gefährlich. Wenn ihr den Schlag abblocken. Ja, kämpfen wir nicht gegen die Creeper da. Doch, doch, ich muss nur schnell genug schlagen, weil mein Bogen sorgt dafür, dass, egal wie stark mein anderer Schlag ist, der den killt. Okay, ich bin immer weg. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ich auch gleich. Ja, ich will nur noch zu dir und kuscheln. Oh. Ha, gay. Ja. Ich gehe auf den Pokéball. Hall, hall, hall. Poke. Hat sie so einen richtigen Weg da mit Licht und so? Achso, das hat sie wahrscheinlich das letzte Mal gemacht, die ganzen Bäume da weggerissen. Ich glaube. So, wo bist du gerade, mein Fratz? Pokéball. Oh. Oh! Komm schon! Nein! Ich bin durch die Tür geflogen, weil ich zu niedrig war und hab dann wieder Höhe gewinnen wollen. Und habe gerade das Holz geküsst, ich jetzt fast geschafft. Naja. So. Ja, gut. So, wer macht da. Das Ritual. Du hast echt eine Dia-Ho immer dabei. Nein. Was? Ich hab. Ah, das ist eine Axt. Okay, ich hab selber nämlich noch keine gemacht. Deswegen. Ich muss mal schauen, was hat die denn? Die hat Silk Touch? Was? Ach ja, für. Ach so, das ist die ganz gute, oder was? Das war die für Bücherregale. Sag dein Discord-Zeug. Okay. In der Beschreibung ist ein Discord-Server. Da müsst ihr joinen. Wenn nicht, dann finden wir heraus, wo ihr wohnt und scheißen euch in den Garten. Wir haben die Kathedrale, wir sind die Religiösen. Ja. Wir machen hier dann Inquisition. Richtig. Auf, Leute. Und das wollt ihr nicht. Und ja. Abonnieren! Favorisieren! Bye bye. Bye.